einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit, die in Deutschland fast nie zur Sprache kommt, und zwar die innere Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben. Ich habe das ja nun am eigenen Leib über viele Jahre beim Spiegel mitgemacht, aber ich weiß es auch aus anderen Redaktionen. Es ist nicht so, dass wenn der Redakteur oder der Reporter, der eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das dann automatisch auch genau so im Blatt erscheint, sondern es kommt immer noch sehr häufig vor, dass Kollegen, die hervorragende Arbeit gemacht haben, die hervorragend schreiben und recherchieren, nicht das schreiben dürfen und können, was eigentlich der Wahrheit entspricht, sondern es wird zurechtgebogen, klein gemacht, zurechtgekürzt, wenn es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und Interessen ihrer Vorgesetzten nicht entspricht. Der Tagesspiegel-Journalist Harald Schumann während seiner Dankesrede nach Erhalt des Journalistenpreises der Lange Atem für seinen langen Atem bei der Analyse der Banken- und Finanzkrise, verliehen durch den Journalistenverband Berlin-Brandenburg im DJV in dieser Woche. Im Interview mit dem Medienmagazin erklärt er seine Kritik an der inneren Pressefreiheit. Es gibt häufig politische und wirtschaftliche Interessen von Chefredakteuren und Verlegern. Und die werden von oben nach unten durchgestellt und viele Kollegen werden gezwungen, sich dem zu beugen. Können Sie da Beispiele nennen? Sie haben kurz angedeutet, dass Sie beim Spiegel Ihre Themen gar nicht mit der nötigen Würdigung empfunden haben. Es ging nicht um Würdigung. Ich dürfte ab 1999 zu allen Themen der politischen Ökonomie de facto nicht schreiben. Mit welcher Begründung? Ja, zu kritisch, zu links. Nicht angepasst genug, das wurde nicht begründet, sondern ich bekam einfach, wenn ich die Themen vorschlug, bekam ich die Aufträge nicht und dann konnte ich gar nicht erst anfangen. Haben Sie eine Theorie, warum der Spiegel auf Ihren Sachverstand verzichtet hat? Denn nach der Bankenkrise gab es doch einen riesengroßen Reporterbericht, wo mehrere Edelfedern versucht haben, den Crash zu rekonstruieren. Die Geschichte war anders. Ich habe ja beim Spiegel gekündigt. Insofern hatte der Spiegel oder die Chefredaktion des Spiegel nicht die Wahl, auf mich zu verzichten oder nicht. Ich wollte ja dort nicht mehr arbeiten. Das war ein anderer Konflikt. Da ging es nicht um dieses Thema, sondern da ging es um die Energiepolitik. Und der damalige Chefredakteur hatte privat ein Interesse, gegen Windkraft zu sein, weil es seine Pferdezucht im Landkreis Stade bedrohte. Und deswegen sollte von da an der ganze Spiegel gegen Windkraft sein. Und eine Geschichte, die von mir und einem Kollegen recherchiert war, wurde dann letztlich mit dieser Begründung nicht gedruckt. Und stattdessen erschien eine Anti-Windkraft-Titelgeschichte, die so haarsträubend falsch und manipuliert und mit gefälschten Fotos und gefälschten Zitaten war, dass ich gedacht habe, das ist nicht mehr meine Zeitung und deswegen habe ich damals gekündigt. Aber Sie sagen schon, dass es ein Phänomen ist, das nicht nur ein Einzelfall ist, diese innere Pressefreiheit, sondern dass das ein Problem da ist. Das muss man wirklich offen sagen, das ist in der deutschen Presse gang und gäbe, dass Chefredakteure oder Ressortleiter ihren Untergebenen sagen, wie sie zu denken haben. Dass Vorgaben gemacht werden, was sie recherchieren dürfen und was nicht. Und dass viele junge Kollegen daran gehindert werden, überhaupt kritische Journalisten zu werden, weil ihre Vorgesetzten das gar nicht wollen. Sie nehmen ausdrücklich die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht aus. Warum? Weil ich genügend Kollegen aus öffentlich-rechtlichen Anstalten kenne, die mir genau solche Geschichten berichtet haben und mir das hundertfach bestätigt haben. Also insofern, die sind da nicht auszunehmen. Was würden Sie denen raten, die genau unter diesem Druck leiden, den Sie verspürt haben? Also wenn man gegen den Strom schwimmen will, man muss besser sein als die anderen. Das heißt, man muss viel mehr wissen, muss viel mehr lesen und mit mehr Leuten reden. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Die zweite ist, wenn man es aktuell nicht verwerten kann, weil die Verhältnisse es nicht zulassen, soll man sich möglichst Ventile an anderer Stelle suchen, damit man die Informationen verarbeiten kann, weil man kann ja nicht dauernd nur aufnehmen, ohne es wieder loszuwerden. Das geht nicht. Dann kann man irgendwann nicht mehr weitere Informationen verarbeiten. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht immer nur in seiner eigenen Zeitung Artikel schreiben. Man kann ja auch mal woanders was veröffentlichen oder ein Buch machen oder Vorträge halten und so bleibt man an Deck. Harald Schumann, Tagesspiegel-Journalist und erster Preisträger des Langen Atem 2010. Ich bin auf eigenen Wunsch ausgeschieden, weil mir einfach die Bedingungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gefallen haben und weil durch Umstrukturierung innerhalb der gesamten ARD die Möglichkeiten, auch die Entscheidungsmöglichkeiten der Redaktionen sehr eingeschränkt wurden und wir sehr reglementiert und bevormundet wurden in dem, was wir machen wollten. Da hatten wir also früher wesentlich größere Freiheiten, die Inhalte der jeweiligen Programme zu entscheiden. Und das wurde immer weniger möglich durch eine immer stärkere Zentralisierung, auch für die Zukunft und für die Mediennutzung hier bei uns.
sind diese Medien eigentlich auf dem absteigenden Ast, was ihren Informationsgehalt anbelangt. Und ich denke, dass das Internet da als eines der Leitmedien an die Stelle treten wird. Ich hoffe das zumindest. Wer sich umfassend informieren möchte, sollte Zeitung lesen. Er sollte sich sehr gut überlegen, wem er im Fernsehen ein Stück trauen kann. Und er sollte Bücher lesen. Nichts ist wichtiger als das Buch, weil viele der Dinge, die wir heute so schreiend beschreiben, waren in anderer Gestalt schon mal da. Und man lernt sehr viel mehr daraus, wenn man sich mit dem beschäftigt, was die vor uns waren, gemacht haben und welche Schlüsse sie daraus gezogen haben.